herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Christopher Nolan Rankings. Nachdem wir uns letztens mit Platz 10 bis einschließlich 6 beschäftigt haben, ist heute meine Top 5 an der Reihe. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch eure Top 10 in die Kommentare zu schreiben. Ich bin gespannt, doch fangen wir endlich an mit dem epischen Finale meines Nolan Rankings. Viel Spaß! Bis heute, dass ich Dunkirk nicht im Kino geguckt habe. Der Film erzählt auf monumentale Weise eine der bekanntesten Geschichten des Zweiten Weltkrieges. Im Mai 1940 befinden sich hunderttausende Soldaten in der französischen Hafenstadt Dünkirchen, die von Nazis belagert wird. Die Situation scheint auswegslos. Doch in Großbritannien plant man eine Rettungsaktion, die den Soldaten das Leben retten soll. Die Chancen sehen aber nicht gut aus. Während in Großbritannien also die Rettung geplant wird, kämpfen die Soldaten um ihr Leben. Dunkirk hat in gewisser Weise das Antikriegsfilmgenre revolutioniert und neu erfunden. Der Krieg wird nicht ausgehend von feindlichen Soldaten gezeigt, die einem einfachen Gut- und Böse-Schema verfallen, sondern als Naturgewalt, welche unbarmherzig auf die britischen Soldaten einwirkt. Im Film sehen wir nahezu keinen deutschen Soldaten. In diesem Film gibt es keine großen Schlachten. Er handelt von dem Versuch des Überlebens. Dies wird uns aus insgesamt 3 Perspektiven gezeigt, die natürlich miteinander verwoben sind. Viele finden, dass sich Dunkirk in diesem Gimmick verliert. Ich muss aber sagen, dass er dadurch eine ganz eigene Dynamik bekommt. Auch durch die vielen verschiedenen Darsteller und Statisten, die diesen Film zu einem visuellen Erlebnis machen. Im Kopf bleibt vor allem Tom Hardy, dessen obere Gesichtshälfte mehr Ausdruckskraft besitzt als so manch anderer Hollywood-Schauspieler. Die Kameraarbeit von Heute van Hoytema erschafft ein klaustrophobisches Gefühl, sodass man sich selber im Krieg wiederfindet. Insgesamt kann auch der Sound des Filmes nur beeindrucken. Noch nie klang Krieg so brachial und realistisch wie in diesem Meisterstück Nolans. Ich kann jeden verstehen, der mit The Dark Knight Rises nicht viel anfangen kann. Der ganze Plan Banes ist sicherlich hirnrissig, Gotham Monate leiden zu lassen und es nicht direkt zu zerstören. Der Realismus, der die vorherigen Teile ausmachte, fehlt und auch Anne Hathaway's Catwoman ist sicherlich nicht perfekt in den Film geschrieben. Ich habe aber bei dem Abschluss der The Dark Knight Trilogie eine rosarote Brille an, weshalb mich diese Probleme überhaupt nicht stören und deswegen möchte ich euch jetzt beschreiben, wieso das Ende einer der besten Trilogien aller Zeiten für mich perfekt gelungen ist. Rises startet schon fantastisch. Erst nach etwa 40 Minuten sehen wir das erste Mal Batman. Bruce Wayne muss sich erst einmal von den Ereignissen aus The Dark Knight erholen und seine Kraft zurückerlangen. Und selbst dann ist sein Comeback schwierig, da er mit Bane einen ebenwürdigen Gegner gefunden hat, der ihm physisch sogar überlegen ist, was in einem epischen Kampf zur Hälfte des Filmes mündet. Was dann in der zweiten Hälfte passiert, ist für mich bahnbrechend. Das strahlende Bild der Superhelden wird demontiert, denn man kann auch ein Held sein, wenn man nicht in Latexkostümen durch die Gegend läuft. Jeder kann ein Held sein. Auch ein Mann, der etwas so Einfaches tut, wie einem kleinen Jungen einen schützenden Mantel um die Schulter zu legen und ihm zeigt, dass die Welt nicht untergegangen ist. Batman ist nicht die Person, sondern das Symbol. Und genau deswegen hat mich dieses Ende so fasziniert. Die letzten Sekunden des Filmes, die ich an dieser Stelle nicht beschreiben möchte, zeigen für mich ein perfektes Ende. Wir als Zuschauer müssen überlegen, was für ein Ende wir sehen wollen und was die Figur von Joseph Gordon-Levitt eigentlich bedeuten soll. The Dark Knight Rises ist der langsame und melancholische Abklang des dunklen Ritters. Nicht der Abschluss, den wir verdienen, aber den, den wir brauchen. Denn diese Trilogie ist kein Held. Sie ist ein stiller Wächter, ein wachsamer Beschützer, ein dunkler Ritter. Vom Abschluss der The Dark Knight-Reihe kommen wir nun zum Anfang. Batman Begins. Aus unserer heutigen Sicht ist Batman Begins nicht mehr so revolutionär, wie er 2005 war. Dennoch stelle ich mir immer wieder gerne vor, wie es damals gewesen sein muss, im Kinosaal zu sitzen. Batman war zerstört. Am Boden. Mit Batman Forever und Batman and Robin hat Joel Schumacher Batman endgültig zu einer Witzfigur gemacht. Wie soll man diese Figur ernst nehmen? Zur gleichen Zeit wurde ein Name in der Filmwelt immer bekannter. So ein kleiner Brite namens Christopher Nolan. Und was hat Nolan gemacht? Meiner Meinung nach hat er das Superhelden-Genre für immer revolutioniert. Die Batman-Filme von Tim Burton waren zwar durchaus düster und sind auch noch heute gute Unterhaltung, aber es sind Filme über Batman. Nolan hat den Fokus auf die psychische Verfassung Bruce Waynes gelegt, in einer vollkommen realistischen Welt. Zu der damaligen Zeit ziemlich ungewöhnlich. X-Men, Fantastic Four und Spider-Man waren alles Filme, die ihre Helden in den Fokus genommen haben. Die Person unter den Kostümen wurde nur selten wirklich charakterisiert und die aufgebaute Welt in den Filmen sollte nie wirklich realistisch sein. Nolan hat das Gegenteil gemacht.
Batman Begins ist nicht mal ein klassischer Superheldenfilm. Es ist eine Charakterstudie über Bruce Wayne. Denn die Antwort, wie er zu Batman wurde, ist komplizierter als er wurde von einer Spinne gebissen, ist komplizierter als seine Eltern wurden nach einem Theaterbesuch niedergeschossen. Batman Begins will mehr als den Standardkram erzählen und das schafft er, vor allem wenn man diesen revolutionären Gedanken Nolans im Blickfeld hat. Natürlich ist dadurch der Bösewicht nicht perfekt ausgearbeitet, das muss aber auch gar nicht sein. Begins sollte den Grundstein legen für den besten Action-Blockbuster aller Zeiten, indem er die Figuren einführt, sie uns ins Herz schließen lässt und die Fortsetzung somit darauf aufbauen kann, um den vielleicht besten Antagonisten aller Zeiten genug Platz zu geben, um sich zu entfalten. Doch dazu kommen wir später. Du wartest auf einen Zug. Ein Zug, der dich weit wegbringen wird. Es war mir vor diesem Video gar nicht wirklich klar, wie sehr ich Inception liebe. Je länger und intensiver ich über diesen Film nachdenke, desto stärkere Gänsehaut bekomme ich, wenn ich an ihn denke. Vor allem die wundervolle Liebesgeschichte zwischen Leonardo DiCaprio und Marion Cotillard bleibt mir im Kopf. Es ist eine herzzerreißende Story, die mich mitnimmt, wenn ich allein an den Film denke. Nolan kann keine Emotionen rüberbringen, meiner Meinung nach beweist Inception genau das Gegenteil. Wenn Nolan die Geschichte richtig in den Fokus nimmt und mit etwas Tragik mischt, beweist er, dass auch Blockbuster einen zu Tränen verrühren können. Inception ist ja auch ein bisschen dafür bekannt, dass der LOL so verwirrend ist, was ich bis zum heutigen Tage nicht wirklich nachvollziehen kann. Ja, er hat ein schnelles Pacing und einiges wird für den Zuschauer schnell erklärt, aber für mich nicht in einem so großen Maß wie nun mal bei Interstellar. Ich sehe aber ein, dass das durchaus Geschmackssache ist. Die Kameraarbeit, das wundervolle Setdesign und die grandiosen Effekte kommen zu dieser innovativen Story hinzu. Warum ist die Story so innovativ? Ich bin ziemlich großer Fan von der Idee, dass man in die Träume von anderen Menschen eindringen kann und sie man so beeinflusst. Ich finde, man merkt, dass Nolan unfassbar viel Arbeit in das Werk gesteckt hat, welches er schon nach Insomnia im Jahr 2002 bei Warner Bros. Gepitcht hat, damals aber noch ohne Drehbuch. Insgesamt schrieb er also fast 8 Jahre lang an dem Skript. Wenn man sich dann noch den Cast anguckt, dann weiß man, dass die Story auf den richtigen Schultern getragen wird. Neben Leo und Marion Cotillard, über die wir schon gesprochen haben, kommt dann noch Tom Hardy, Cillian Murphy, Alan Page, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt und Ken Watanabe hinzu. Am stärksten am Film ist aber die Musik. Wie häufig habe ich schon in schlaflosen Nächten die melancholischen Musikanzimmers gehört, der mit Time sein ultimatives Meisterstück erschaffen hat. Vielleicht funktioniert dadurch auch die Liebesgeschichte so gut. Sie ist einfach mit diesem depressiven Musikstück unterlegt, das ich laufen lassen würde, wenn die Welt untergeht. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich alleine an Time denke und manchmal kommen mir sogar Tränen. Warum, wenn ich das wüsste? Inception ist ein Film, der mich berührt auf eine Weise, wie es nur wenige Filme bisher getan haben. Vor allem dank der perfekten Musik Hans Zimmers, die Gefühle in mir auslöst, die ich nicht beschreiben kann. Dankeschön, Hans Zimmer. Über The Dark Knight habe ich schon so häufig geredet, dass ich gar nicht mehr weiß, worüber ich wirklich reden soll. Ich verbinde mit diesem Film so unendlich viel, dass diese paar Sätze nicht mal ansatzweise genügen. Nicht einmal in den Podcast-Folgen hatte ich genug Zeit, um über den meiner Meinung nach besten Action-Blockbuster aller Zeiten zu reden, der aus mehr besteht als nur Heath Ledger. Versteht mich nicht falsch, Heath Ledgers Performance ist einer der besten der Filmgeschichte. Perfektes Method-Acting. Jede Szene mit ihm erzeugt Gänsehaut, brennt sich in den Kopf, aber er ist nur das i-Tüpfelchen. The Dark Knight führt die Charakterisierung Bruce Waynes weiter und will ihn zwar auf seinem physischen Höhepunkt zeigen, zeitgleich aber auch stets mit dem Hintergedanken, wann soll ich aufhören, wann soll ich Rage hier dem Anzug vorziehen? Genauso stellt der Film aber auch wichtige Fragen, die in unserer Welt wichtig sind. Vor allem zum Thema Terrorismus. Wann heiligt der Zweck die Mittel? Darf man eine ganze Stadt ausspionieren, die Privatsphäre der Menschen verletzen, wenn das Leben von hunderten Menschen auf dem Spiel steht? Bruce Wayne hat seine Antwort. Lucius Fox auch. Ist Batman ein Held, ein Antiheld oder vielleicht sogar eine Art Bösewicht? Batman ist genauso nah am Chaos wie der Joker, wie Harvey Dent. Harvey Dent, Gothams weißer Ritter, der in diesem Film eine wundervolle Charakterentwicklung durchmacht, die von vorne bis hinten Sinn ergibt, die genauso tragisch ist, wie der Grund, warum er am Ende ist, wie er ist, warum Batman am Ende ist, wer er ist. Jede Figur bekommt genug Charaktertiefe, um mehr zu sein als Held oder Bösewicht. Es sind Menschen, abgesehen vom Joker. Der Joker besitzt auf den ersten Blick keine Charaktertiefe. Wir wissen keine genauen Angaben über ihn, aber genau das macht ihn in diesem Film perfekt. Der Joker in The Dark Knight braucht keine Origin-Geschichte, der Empathie oder Katharsis vollkommen unangebracht wären.
Er ist der Bösewicht, nicht wie Joaquin Phoenix ein Antiheld. Nein, er wird lieber durchgängig mystifiziert, dass man sich selber als Zuschauer permanent fragen muss, wer ist das eigentlich und was ist sein Ziel? Was sein Ziel ist? Alfred beschreibt es perfekt. Manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Es klingt wahnsinnig und unrealistisch, doch leider spiegelt es unsere Realität perfide wider. Bei manchen Menschen ist es tatsächlich so unkompliziert. Sie wollen die Welt leiden sehen. It's simple. Kill the Batman. The Dark Knight ist ein Film, den ich womöglich täglich gucken könnte. Nicht umsonst ist er auf Platz 4 meiner Lieblingsfilme. Die zahlreichen Twists des Filmes, welche unweigerlich mit dem Plan des Jokers zu tun haben, begeistern mich jedes Mal, denn der Film schafft es, auf jegliche Weise den Zuschauer in die Irre zu führen. Was Nolan in Batman Begins revolutionieren wollte, findet seine Perfektion in The Dark Knight. Ein realistischer, fast schon geerdeter Superheldenfilm, bei dem nicht die Stärken der Figuren im Vordergrund stehen, sondern ihre Schwächen, ihre Fehler. Es sind Menschen, doch der Film zeigt uns auch Hoffnung, denn warum fallen wir? Damit wir lernen können, uns wieder aufzurappeln. Und das ist mein Ranking zu den Filmen von Christopher Nolan. Jetzt bin natürlich ich gespannt, wie euer Ranking aussieht, also schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Wenn euch diese Liste hier gefallen hat, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren und ja, ihr wisst, was zu tun ist. Wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder und bis dahin, tschüss!